So, das hätte heute ziemlich langweilig werden können, aber dann gab es zum Glück ein Missverständnis mit Roborock und das macht alles spannender. Also, so spannend, wie die Videos hier auf dem Kanal halt sind. Aber immerhin probieren wir was Neues. Warte mal, ich zeig's euch, kommt mit. Roborock hat mir den S8 Max V Ultra geschickt. Und wie frühere Max V Modelle hat der jetzt eben auch eine Kamera eingebaut, um genauer deine Umgebung erkennen und erfassen und dir ausweichen zu können. Außerdem hat er noch ein paar verrückte neue Features, die wir uns gleich auch noch angucken, versprochen. Aber viel spannender ist ja, dass das hier die Version ist, wo hier oben die Frisch- und Schmutzwassertanks fehlen. Denn das ist der mit dem Refill and Drainage System, also der mit Festwasseranschlüssen. Und im Prinzip sind wir darauf vorbereitet, und zwar im neuen Haus. Hier habe ich dafür aber noch gar keine Anschlüsse. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gleich ein bisschen kreativ sein, können aber schon mal rausfinden, was wir eigentlich genau vom Klempner wohin legen lassen müssen, damit zukünftige Saug- und Wischroboter perfekt angebunden sind. Und so wird das Ganze ein bisschen spannender, als ich gedacht hatte. Der will offenbar eigentlich irgendwie an so einen Wasserhahn angeschlossen, zwischengesteckt werden. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet für einen eigenen Wasseranschluss, aber das finden wir jetzt alles raus. Erstmal gucken wir, was da drin ist. Ich finde gut, dass Roborock mir die abwechselnd in Schwarz und Weiß schickt. Da habe ich immer das Gefühl, etwas Neues zu haben. Hier sehen wir auch schon den neuen kleinen Minimob. Denn um jetzt wirklich bis in die Ecken zu kommen, hat er jetzt eben dieses kleine, ich glaube, Möppchen ist das, ist der Fachbegriff. Achtung, Klingen Inside. Scharfe Klingen. Das heißt, man soll hier nicht reinfassen. Ich merke nichts. Auch der Turm ist höher, oder? Und vorne eben die Kameras. Ach, hier sind die Klempner-Dinge dabei. Hier haben wir den Adapter für die Wasserleitung. Hier haben wir einen dünnen und einen sehr dünnen Schlauch. Das wirft zumindest die Frage auf, wenn der Dinge aufnimmt im Wassertank, also das muss ja schon gefiltert sein, damit das hinterher alles durch diesen Schlauch passt. Die Bodenplattenlippe der Station mit dieser kleinen Verkehrsberuhigung hier eingebaut. Ja, so, und hier haben wir das Stationchen. Und sogar das kleine Möppchen hat hier seine eigene Reinigungsstation. Wir können ja mal eben hier ist zum Vergleich die Station mit den Tanks hier oben drin. Des Vorgängers. Das ist ein bisschen dreckig, weil der tatsächlich arbeitet. Aber ich bin auch dreckig. Genau, hier ist der Saugbeutel. Und hier ist auch irgendwas. Ach, hier ist ein Tank für Reinigungsmittel. Das wirft natürlich Fragen auf, wie zum Beispiel, wie nehmen wir den Kollegen jetzt in Betrieb? Aber ich habe schon eine Idee, wie wir das machen können. Ich war kurz bei einem schwedischen Saugroboter-Zubehörhändler und habe diese beiden Wassertanks gekauft. Außerdem war ich noch kurz im Baumarkt, weil ich muss ja irgendwie den ganzen Käse abdichten. Und ich glaube, es ist der Traum eines jeden Sanitärmenschen. Ich habe Supro gekauft. Das ist so eine Knetmasse, die dann fest wird und klebt und weiß ich nicht. Mein Plan ist damit, die Schläuche daran zu befestigen. Die Frage, die dabei offen bleibt, ist natürlich so ein bisschen, braucht die Station den Wasserdruck einer Hauswasserleitung? Oder reicht es, wenn da Wasser kommt und die hat ihre eigene Pumpe? Wir finden das raus und wir unterstützen das Ganze, indem wir den Tank einfach auf den Tisch stellen, habe ich mir überlegt. Dann ist ja schon mal ein Bar Druck ist immer ein Erdanziehungskraft. Mal einen Meter Tischhöhe, wie auch immer. Irgendwie kommt das Wasser hoffentlich in die Station und hoffentlich reicht ihr das. Aber erstmal Löcher bohren. Jetzt müssen wir natürlich mal eben gucken. Ich habe diesen Bohrer, der ist ein bisschen zu dick und ein bisschen zu dünn. Das heißt, im Durchschnitt passt es. Perfekt. Das muss Sukro regeln, den Rest. Guck mal, das ist ja so perfekt, da brauche ich ja fast nichts abdichten. Schon lange nichts mehr verknetet von dem Zeug. Hier, aber Ziel, das haben wir vor.
1,5 mm härtet in 12 Stunden aus. Das ist ja ewig. Wenn ich von Toiletten eins gelernt habe, dann, dass die dicke Leitung für das Abwasser ist. Keine Ahnung, wie man das vernünftig macht. Ich habe das Loch weit unten gebohrt, damit ich nicht so viel Wasser da reinkippen muss. Jetzt ist es natürlich ein bisschen doof. Jetzt mache ich das, was ich am besten kann, nämlich nichts und warte einfach, ja, wahrscheinlich keine 12 Stunden, aber wir lassen es ein bisschen trocknen und hoffen, dass meine Kinder sich davon fernhalten können. Nur um das nochmal so richtig klarzustellen, das, was ich mache, ist natürlich nicht, wofür das Ganze gedacht ist. Das Ganze ist gedacht, um das im Badezimmer oder in der Küche oder so an die Wasserleitung anzuschließen, sodass man nie wieder Wasser nachfüllen oder ausleeren muss. Ich mache das jetzt hier natürlich als Provisorium, bis wir das genau so machen können. Wenn das allerdings funktioniert, was ich hier mache, ist das genial, weil dann kann jeder damit einfach einen von den Festwasseranschlussdingern kaufen, das mit so einem Bottich oder mit irgendwas Größerem auf lange Zeit nahezu wartungsfrei bekommen. Könnte zum Beispiel den Spielturm der Kinder zu einem Wasserturm umfunktionieren. Oder ich könnte einen ganzen Stausee benutzen, um damit mein Leben lang das Wasser nachzufüllen. Aber jetzt finden wir erstmal raus, ob mein komisches Suchgeklebe überhaupt dicht ist oder ob das Wohnzimmer gleich unter Wasser steht. Aber das heißt, warum ist der Sofa und nicht so eine Kiste? Weil so eine Kiste nicht vorgesehen ist, Mori. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was dann passiert. Aber zum Glück haben wir gerade sturmfrei, ne? Wenn wir das hier unter Wasser setzen, das kriegt niemand mit. So, hier unten an den Anschlüssen, die kann man praktischerweise zur Wartung oder zum Anschließen hier rausdrehen. Dann kommt man da besser ran und dann kann man die hinterher da reindrehen. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Sollst du das? Naja, wir schauen mal. Wir schließen den Vogel erstmal hier an. So wie sich das gerade mitgedreht hat, ist das nie und nimmer dicht. Die Station hat jetzt Saft. Wo ist denn hier Saft? Kann er einen Wheelie machen. Als nächstes sollen wir den da in die Station schicken und dann soll der einmal ausprobieren, ob das mit den Wasseranschlüssen funktioniert. Darum würde ich sagen, dass wir jetzt hier oben erstmal Wasser reintun. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wenn ich mir hier die Pflanzen angucke, die hätten auch automatisches Wasser nachfüllen aus der Leitung gebrauchen können. Soll ich das jetzt reinmachen? Ja, mach's. Und wenn wir schon schauen, wie wir alles schöner und noch integrierter ins Haus bekommen, dann habe ich was für euch und das ist der heutige Sponsor, die Eve Blinds Collection. Das sind hochwertige und maßgeschneiderte Rollos für genau dein Fenster. Die funken per Thread und werden per Meta gesteuert und damit habt ihr zum Beispiel keine Reichweitenprobleme an Außenwänden und auch in der hintersten Ecke des Hauses wie hier in der Speisekammer funktioniert alles perfekt. Und damit ist es natürlich genau perfektes Futter für diesen Kanal, denn durch die Meta-Kompatibilität könnt ihr die steuern mehr oder weniger, womit ihr wollt. Aber sie sind nicht nur technisch schön, sondern auch optisch. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann bekommt ihr diesen Satz Lappen zugeschickt und könnt euch dann einfach aussuchen, wie die aussehen sollen. Ob die Licht durchlassen, ob sie abdunkeln oder sogar eine Reflexionsschicht haben. Du kannst Farbe, Form, Platzierung im oder vor dem Fenster und auch auf welcher Seite der Motor sein soll, genau nach deinen Anforderungen auswählen. Nie wieder müssen bodentiefe Fenster Hochwasserhosen tragen. Das Ganze funktioniert per Akku, kann also überall hingelegt werden. Und wenn du es mit der Eve-App steuerst, dann kannst du adaptive Beschattung und autonome Zeitpläne anlegen oder auch die Drehgeschwindigkeit einstellen, wenn das etwas ist, was du machen möchtest. Es ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, wenn wir ehrlich sind. Und um es noch ein bisschen schöner zu machen, könnt ihr jetzt im April mit dem Code SPIEL-15 auch noch 15% auf die Eve Blinds Collection sparen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich euch noch sagen soll. Geht los und beschattet euch, bevor es zu heiß wird. Vielen Dank, Eve, für die Unterstützung dieses Videos. Ist aber schon hingekommen. Das scheint tatsächlich trocken zu sein. Wir können mal eben ein bisschen den Druck erhöhen. Ja gut, never mind. Vielleicht sollte man sich doch einfach an die Anleitung halten und das an eine Wasserleitung anschließen. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Und jetzt greifen wir halt zur Heißklebepistole. Nicht schön, aber Hauptsache dicht. Bin mir nicht sicher, aber hätte auch auf der Einladung zu unserer Abi-Party stehen können. Wird es dicht halten? Es ist aufregend. Returning to dock. 22. Start fill and drain element self-cleaning. Wird er jetzt hier Wasser ziehen? Wird er da Wasser rausspucken? Error 48. Refill failed. Check if the tap is turned on and make sure the water flows normally. Wenn ich hier mehr Wasser reinfülle,
Steigt der Druck dann nennenswert? Ja, wobei er steigt ein bisschen, aber er steigt sehr viel mehr, wenn du dir einfach die Kiste höher stellst. Also falls sich irgendjemand fragt, warum ich irgendwann demnächst wieder alleine wohne, vermutlich ist das hier irgendwie umgefallen. So. Da, es pumpt ab. Es hat funktioniert. Ich bin eine Art Genie. Also du, also jetzt ist alles möglich. Ich kann einen beliebig großen Saugroboter Wischwasserbehälter Aufbewahrungsdings bauen. Ja gut, und ab da war das mehr oder weniger ein Saugroboter, ne? Wie immer. Etwas besser als letztes Jahr, würde ich sagen. Und die erste Einrichtungserfahrung wird in der App auch immer runder. Ich probiere die ja nur einmal im Jahr. Aber ich würde sagen, dass es das Beste ist, was ich bisher bei Saugrobotern gesehen habe. Und erst recht im Vergleich zu neuen Mährobotern. Aber das ist ein Thema für ein ganz anderes Video. Aber dass du direkt bei der ersten Erkundungsfahrt, auch bei schnellem Mapping, direkt Sperrzonen anlegen kannst. Und generell, wie das alles funktioniert und wie zuverlässig das alles läuft, ist schon einfach über sehr viele Jahre rundgelutscht. Die Kamera an Bord, kann ich sagen, gibt mir irgendwie nichts. Also ja, der schreckt vor manchen Dingen ein bisschen mehr zurück, aber ist dadurch auch ein bisschen zögerlicher oder ängstlicher im Anfahren von bestimmten Dingen, gerade wenn er in einem Haus mit Chaos von Kindern lebt oder Erwachsenen, fairerweise. Ansonsten ja, der hat hier vorne wie eine Winkelkrabbe diese kleine Klaue, die rausfahren kann. Und damit kann er jetzt ein bisschen besser in Ecken den Staub zu sich hin schaufeln und das aufsaugen. Das macht er aber irgendwie nicht in jeder Ecke. Ich habe keine Ahnung, auf welchen Informationen basierend der entscheidet, welche Ecke es gerade wert ist, gesäubert zu werden. Und auch das kleine Möppchen, muss ich sagen, das hier so ein bisschen über den Rand des Saugroboters rausragt, funktioniert ziemlich gut, um wirklich bis an den Rand zu wischen. Das wird jetzt auf lange Sicht zeigen müssen, ob so ein kleiner Mob irgendwie mehr ermüdet über die Lebensdauer eines solchen Saugroboters. Ansonsten habe ich die AI-Programmauswahl benutzt, weil das offenbar ein Ding ist, das man 2024 macht. Und ich war ein bisschen skeptisch, warum man das braucht. Und ehrlich gesagt bin ich das auch immer noch. Aber ich kann sagen, das hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, ein großer Unterschied bei dem zum Vorjahresmodell, vielleicht habe ich es aber auch einfach umgestellt, ist, dass der jetzt einmal saugt und anschließend wischt. Jedenfalls manchmal. Ich habe auch da noch nicht ganz rausgefunden, wie die AI entscheidet, wann es was tut. Aber es macht es oft nicht mehr in einem Abwasch. Und das hat natürlich theoretisch den großen Vorteil, dass erstmal alles aufgesaugt wird und weniger Dreck in dem Mob landet und damit auch hinterher weniger in dem Wasser. Dadurch dauert natürlich der ganze Prozess ein bisschen länger, aber da er das alleine macht, ist es mir in den meisten Fällen einfach egal. Und von der Idee her gefällt mir das ganz gut, weil die Anschlussrohre ja jetzt auch nicht besonders dick sind. Und wenn da irgendwelche komischen Metallkonfetti im Mob kleben bleiben und dann im Anschluss die Leitung verstopfen würden, wäre das schon blöd. Hier seht ihr den gesammelten Schmampf meiner Testphase. Und er hat ja hier diesen Reinigungsmitteltank. Und das finde ich tatsächlich sehr charmant. Das war eine Sache, die bei Roborock im Vergleich zu anderen Herstellern so ein bisschen fehlte. Ich finde es hier auch etwas eleganter, als ich das bei anderen gesehen habe, die ihr eigenes Reinigungsmittel dann in speziell geformten Tanks verkaufen. Hier kannst du im Prinzip reinkippen, was du möchtest, auch wenn Roborock sagt, nehmt das zertifizierte Zeug. Es hat auch den Vorteil, dass du es nicht wie beim Vorgänger in das saubere Wasser mit reinmischen musst und sich dann nicht irgendwie was absetzt und das ganze Reinigungsmittel zum Ende der Woche rausgeht oder zum Anfang der Woche, je nachdem wann er wo wie war. Keine Ahnung. Jetzt wird es vernünftig dosiert. Dann wurde die Saugleistung nochmal erhöht und ich würde sagen, das ist gerade auf Hartböden relativ egal. Er hat vorher mit 6000 Pascal mehr als gut genug gesaugt und saugt jetzt mit 10.000 Pascal noch mehr als gut genug. Im Zweifelsfall zieht er den Nachbarn von unten die Perücke an die Decke. Aber ja, vor allem auf Teppich kommen die Milben dann auch ein paar Schichten weiter unten aus dem Teppich raus. Statt 5 mm hebt er seine Mobs jetzt 2 cm an. Das ist natürlich auch sehr dankbar, um noch mehr Teppiche noch trockener zu halten. Aber ich kann vor allem sagen, dass der Festwasseranschluss mit der kleineren Station für mich das neue Spitzenmodell der Faulheit ist.
In der Doku ist angegeben, dass man da irgendwie einen Ablauf im Boden braucht. Das ist natürlich in den meisten Fällen ein bisschen schwierig, aber der pumpt das Wasser halt auch raus. Ich habe jetzt allerdings auf der Baustelle schon mit unserem Sanitärmenschen gesprochen. Wartet mal, ich zeig's euch. Wir wollen hier an zwei Orten vorsehen, dass hier Saugroboter mit Wischwasserstationen aufgestellt werden und für die dann eben auch gleich vorsehen, dass die Wischwassernachfüll- und Abflussanschlüsse fertig bekommen. Und eins davon ist hier oben im Flur vorgesehen und das ist ganz praktisch, weil hier auf der Rückseite ist zum Glück die Dusche. Das macht es natürlich einfacher, da mal eben ein Rohr rauszulegen und hier unten irgendwie anzuschließen. Ich habe das gestern mit den Sanitärmenschen besprochen und die haben mir gesagt, dass wir dafür irgendwie so einen Geräteanschluss ähnlich wie eine Waschmaschine brauchen. Die gibt es aber auch in Schicker und Unterputz, wie auch immer. Ist ein bisschen egal. Unser Plan ist es, da so ein bisschen im Fenster, im Kniestock zu verstecken, eine Revisionsklappe. Und dann kann ich einfach in den Kniestock zwei kleine Löcher bohren, da die Schläuche reinstecken. Dann steht die Saugstation hier vorne. Die Anschlüsse sind versteckt. Es ist ein bisschen egal, wie sie aussehen. Das zeige ich euch natürlich alles, wenn es fertig ist. Aber ich glaube, dass wir damit auf der einen Seite das recht gut verborgen haben und auf der anderen Seite wirklich dann im Alltag tatsächlich nur noch den Saugbeutel und vielleicht so ein bisschen das Reinigungsmittel nachfüllen müssen und gut, in der Theorie auch hin und wieder den Mop vielleicht mal waschen. Ich muss aber auch gestehen, als jemand, der jedes Jahr das neue Modell bekommt und mit Stationen, die immer besser selber diesen Mop reinigen, das kommt jetzt nicht mehr so häufig vor. Ansonsten wurde ja angekündigt, dass der Metter unterstützen soll. Das tut er aktuell noch nicht. Das tut aktuell, glaube ich, niemand, weil keine Meta-Zentrale im Moment das unterstützt und niemand weiß, was man damit anfangen soll. Aber verlasst euch drauf, sobald der erste Saugroboterhersteller oder der erste Hardwarehersteller die benötigten Voraussetzungen schafft, werde ich mir das anschauen und hier natürlich ein Update veröffentlichen. Native Saugroboter in Apples Home App ist ja zum Beispiel was, worauf ich schon seit Jahren warte. Für viele ist es natürlich so ein bisschen Zukunftsmusik und im Zweifelsfall auch ein bisschen schwierig, in deiner Wohnung herzustellen, wenn die Gegebenheiten jetzt noch nicht gegeben sind. Ich meine, den Frischwasseranschluss, das ist relativ einfach. Den baust du beim Wasserhahn dazwischen, zapfst dir das Wasser ab. Wo ist das Problem? Ein bisschen komplizierter wird es tatsächlich mit dem Abwasser, weil der Schlauch ja eben vorsieht, dass er einfach irgendwo ausgeleitet wird. Das kannst du natürlich irgendwo ins Klo hängen oder in irgendeinen nicht genutzten Waschmaschinenanschluss. Gerade die Klolösung ist jetzt nicht das Schönste. Oder das in die Badewanne, da hast du da das Modderwasser immer runterlaufen. Wer will denn sowas? Ich habe aber gemerkt, dass es im Sanierungsfall oft gar nicht so wirklich wild ist, sowas vorzusehen. In unserem Fall ist hier eben, wie gezeigt, auf der Rückwand einfach die Dusche und demzufolge ist da Wasser und Abwasser schon vorhanden. Und im Erdgeschoss ist es so, dass es mehr oder weniger da ist, wo unsere Kaffeemaschine eingebaut werden soll und die bekommt einen Festwasseranschluss. Fragt mich nicht, ich trinke nicht mal Kaffee. Ich habe damit nichts zu tun. Ein bisschen. Und von daher freue ich mich sehr auf den Komfort, den ich erwarte, wenn wir hier wohnen, dass ich nicht mehr einmal die Woche wie so ein Tier den kleinen Frischwassereimer auffüllen und den Brackwassereimer ausleeren muss. Wer will denn sowas? Und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie oft ihr ihn wischen lasst. Das lässt sich natürlich mit so 45 Liter Bottichen von Ikea ein bisschen strecken, also der Zeitraum. Wobei stehende Gewässer, da müsst ihr aufpassen, sonst kriegt ihr Mücken. Ansonsten bin ich sehr angetan von eigentlich allem. Der Saugroboter ist wieder besser als der vom letzten Jahr. Und ich würde sagen, der Roborock S8 Max V Ultra ist auf jeden Fall in der Praxis stärker als der S8 Pro Ultra. Ist sicherlich für die wenigsten, die den Pro 8 Ultra haben, ein Upgrade wert. Und bei der Neuanschaffung würde ich das ein bisschen vom Straßenpreis abhängig machen. Also die Kamera, wie gesagt, gibt mir persönlich überhaupt nichts. Wenn ihr gerne nach Haustieren gucken wollt, vielleicht. Ich habe bisher in der Vergangenheit gemerkt, das ist eine Sache, die man vielleicht die ersten Tage macht. Aber ansonsten mit der neuen Station, mit den herausragenden Walzen an verschiedenen Stellen und die bessere Eckenreinigung sind für mich tatsächlich praktische Vorteile in der Praxis. Ja, sprechen ist mein Hauptberuf. Und ansonsten würde ich sagen, bleiben wir dran. Ich berichte gern aus dem neuen Haus, ob und wie das mit unseren Anschlüssen dann alles funktioniert hat, wenn es irgendwann soweit ist. Ich berichte gern, sobald das Meta-Update dafür irgendwie nutzbar ist. Wenn ihr noch Fragen zu der Kiste habt, schreibt sie gern unten rein. Und hier könnt ihr sehen, wie der letzte Stand des Hauses ist. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das zeige ich euch natürlich alles.